Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales begrüße ich Sie sehr herzlich. Zunächst heiße ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese herzlich willkommen. Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen: einmal der Antrag der Fraktion der CDU/CSU, Potenziale nutzen, inklusive Arbeitswelt stärken, und b, der Antrag der Fraktion Die Linke, volle und wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderung und deren Organisation garantieren. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 20-11-52 vor. Von Ihnen, den hier zugeschalteten Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen, möchten wir hören, wie Sie diese Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird heute erstmalig analog zur Aktuellen Stunde im Plenum verteilt auf 12x6 Minuten Blöcke mit der Reihenfolge SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP, die Linke, SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP, SPD und schlussendlich CDU, CSU. Zusätzlich gibt es am Ende einer freien Runde von circa 10 Minuten mit maximal einer Frage an eine Anhörperson je Fraktion. Um die knappe Zeit effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die dann auch hoffentlich konkrete Antworten zulassen. Ich möchte alle Zugeschalteten zur Verbesserung der Tonqualität ganz herzlich bitten, wenn möglich ein Headset zu tragen. Dies ist auch für das Wortprotokoll wichtig, das wir von dieser Anhörung dann erstellen werden. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Ich begrüße nun die Sachverständigen, die uns per Video zugeschaltet sind, und rufe sie dafür einzeln auf. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Frau Silvia Helbig, von der Bundesvereinigung Lebenshilfe Frau Antje Melke. Ja, mir ist gerade zugeflüstert worden, schön wäre, wenn Sie kurz antworten und wir das dann auch für uns feststellen können, dass Sie dabei sind. Frau Helbig, Frau Welke, ein kurzes Feedback bitte. Ja, ich bin hier. Sehr gut. Ja. Guten Tag auch meinerseits. Frau Welke, wunderbar. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen E.V. Herrn Dr. Martin Danner. Ja, hallo. Auch Sie sind gut zu hören, Herr Danner. Von der Liga Selbstvertretung Herrn Ottmar Miles Paul. Gerne anwesend. Wunderbar. Von Mensch zuerst Netzwerk People First Deutschland e.V. Herrn Stefan Götling. Jawohl, anwesend. Vom Projekt Router Gemeinnützige GmbH Frau Monika Lapruier. Anwesend. Auch Sie haben wir gehört. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen E.V. Frau Claudia Rustige. Ja, auch ich bin da und danke für die Einladung. Gerne. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe BAG BAG-Üs, Herrn Matthias Mönning. Herr Mönning. Die BAG-Üs meldet sich zu Wort. Ich grüße Sie. Sehr schön, Herr Mönning. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Olivia Trager. Ja, auch hier. Guten Tag. Sie sind gut zu hören, Frau Trager. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, Herrn Konstantin Fischer. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Guten Tag, Herr Fischer. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, Herrn Georg Kruse. Ja, auch anwesend. Herzliche Grüße aus dem Emsland. Auch Sie sind gut aus dem Emsland zu verstehen. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine Live-TV-Übertragung mit Untertitelung und
Dolmetschung an unserer Anhörung. Die Aufzeichnung wird auch auf unseren Internetseiten in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt auch abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet ist. Ich bitte nun die Mitglieder der SPD-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Zunächst hat Kollege Herr Takis Mehmet Ali das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Erst einmal hoffe ich, dass Sie alle schöne Ostertage hatten und freue mich wieder, Sie alle sehen zu dürfen. Meine Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund, an die Frau Helbig. Sehr geehrte Frau Helbig, die Bundesregierung plant ja in dieser Legislaturperiode die Einführung der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe. Und es ist ja so, dass Unternehmen ab 20 Beschäftigten verpflichtet sind, mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Schwerbehinderungen zu besetzen. Erfüllen sie diese Beschäftigungspflicht nicht, müssen sie eine gestaffelte Ausgleichsabgabe zahlen. Halten Sie die Einführung einer vierten Stufe der Ausgleichsabgabe für ein geeignetes Mittel, um Arbeitgeber dazu zu motivieren, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, wobei sie hierfür selbstverständlich auch zur Nutzung etwaiger Fördermöglichkeiten und die fachliche Unterstützung für Arbeitgeber aufgerufen sind? Und dann noch vielleicht dazu meine zweite Frage. Kann die Schaffung einer vierten Stufe der Ausgleichsabgabe nach Ihrer Ansicht einen Beitrag dazu leisten, um die inklusive Arbeitswelt zu stärken, wie der Titel des Antrages der CDU-CSU-Fraktion es überschreibt? Danke, Herr Kollege. Ja. Frau Helbig, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Also beides würde ich mit Ja beantworten, mit ausdrücklichem Ja. Also wir unterstützen die Schaffung einer vierten Staffel einer Ausgleichsabgabe, wie sie laut Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Ich muss sagen, ich finde den Koalitionsvertrag sehr gut. Also unter anderem, weil da die vierte Staffel der Ausgleichsabgabe drinsteht und auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Stärkung des BEM. Und wir fordern schon seit Längerem, dass die Unternehmen stärker in die Verantwortung und Pflicht genommen werden müssen, die gesetzliche Beschäftigungspflicht, die Sie ja angesprochen haben, tatsächlich ernst zu nehmen. Wir haben leider, muss man sagen, einen ziemlich hohen Anteil von 25% der Unternehmen, die bislang keinen einzigen schwerbehinderten Beschäftigten haben. Also das ist jedes vierte Unternehmen. Und diese Unternehmen haben wir in den letzten Legislaturperioden mehrfach angeschrieben, angesprochen und sensibilisiert mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu geben, allerdings ohne messbaren Erfolg, wie ich sagen würde. Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen stagniert seit Jahren bei 4,6%, wobei wir in der privaten Wirtschaft gerade mal 4% bei der Beschäftigungsquote erreichen. Und auch die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen ist dauerhaft überdurchschnittlich hoch und Menschen mit Behinderungen sind nach wie vor am Arbeitsmarkt stark benachteiligt. Und wir befürchten, dass diese Benachteiligung sich durch die Corona-Pandemie noch weiter verstärkt hat. Deshalb halten wir diese Stellschraube, Einführung einer vierten Staffel der Ausgleichsabgabe, sehr wichtig, um die Bereitschaft der Menschen, der Unternehmen, Menschen mit Behinderung einzustellen, tatsächlich zu erhöhen. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und gerne auch noch stärker an dieser Stellschraube drehen, weil wir als DGB insgesamt auch der Meinung sind, dass die Beiträge zur Ausgleichsgabe erhöht werden sollten und das Nichterfüllen der Beschäftigungspflicht stärker als Ordnungswidrigkeit geahndet werden muss, so wie es eigentlich auch laut Gesetz möglich wäre. Vielen Dank. Ja, danke schön, Frau Helbig. Jetzt schaue ich zu dem Kollegen Matthias Papendieck. Nutzen Sie die 2 Minuten für Frage und Antworten. Nee, ich danke erstmal jetzt auf die Frage. Ich glaube, wir waren in der Reihenfolge, wäre jetzt die Frau Klöckner dran, Herr Vorsitzender. Ja. Ist uns anders gemeldet, aber gut. Frau Klöckner wäre jetzt als nächste dran. Genau, danach komme ich. Ja, vielen Dank, gut, Herr Vorsitzender. Wir hatten diese Reihenfolge. Wer ist jetzt Frau Ihr. Klöckner fragt. Hat man nicht. Sie stellt jetzt erst die Frage.
Sie stellen jetzt erst die Frage. Ja, genau. Gut, dann machen wenn wir ich das darf. So. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht ebenfalls an die Frau Helbig vom DGB. Es ist ja so, dass die meisten Schwerbehinderungen im Laufe des Lebens, auch im Laufe des Erwerbslebens, erworben werden. Und häufig ist es verbunden mit längeren Krankheitsphasen. Und vor diesem Hintergrund hat ja der Gesetzgeber schon 2004 das betriebliche Eingliederungsmanagement im Gesetz eingeführt. Geregelt ist das in § 167 Absatz 2 SGB IX. Und wir wollen, so wie es im Koalitionsvertrag steht, das Instrument des BEM stärken, mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich zu machen und die Expertise der schwerbehinderten Vertrauenspersonen im Unternehmen hierfür auch nutzen. Wie beurteilen Sie die Relevanz des BEM auf dem Weg in eine inklusivere Arbeitswelt? Und ist nach Ihrer Ansicht die Schaffung von mehr Verbindlichkeit hinsichtlich der inhaltlichen Durchführung des BEM Ihrer Ansicht nach geeignet, um dem Ausscheiden von erkrankten oder schwerbehinderten Personen aus dem Arbeitsmarkt vorzubeugen? Und wie würden Sie dies ausführen? Wie sollten Ihrer Ansicht nach die in den Betrieben angesiedelten Schwerbehindertenvertretungen, sofern sie vorhanden sind, eingebunden werden, um die Inklusionsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und in den Unternehmen nachhaltig zu stärken? Vielen Dank. Frau Helbig, wir geben Ihnen ein paar Sekunden länger. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also wir halten das BEM tatsächlich für ein wichtiges und gutes Instrument. Es hilft Beschäftigten, die längere Zeit erkrankt waren, wieder in ihren Job, in ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Und im Idealfall läuft das BEM so ab, dass nach einer längeren Erkrankung, wie beispielsweise Krebs oder aktuell jetzt auch viele Fälle von Langzeit-Corona, Long-Covid, dass dann nach so einer langen Erkrankung zusammen mit dem oder der Beschäftigten sowie dem Betriebsrat, dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung und auch dem Arbeitgeber geschaut wird, wie der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Dabei kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage, die individuell ausgestaltbar sind. Also es kann zum Beispiel die Arbeitszeit reduziert werden, der Arbeitsplatz technisch ausgerüstet werden oder auch ein anderer Zuschnitt der Aufgaben erfolgen. Ja? Ich danke Ihnen und ich sage noch einmal, wir haben ein neues Format. Denken Sie daran, dass Fragen und Antworten 6 Minuten umfassen. Und jetzt kommen wir zur CDU-CSU und der Kollege Wilfried Oellers. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einen schönen guten Tag in die Runde. Meine erste Frage richtet sich an die BAG IF, an Frau Rustige. Frau Rustige, zu den Schwerpunkten in unserem Antrag zählen verschiedene Maßnahmen zur Stärkung von Inklusionsbetrieben. Wie stehen Sie zu diesen Forderungen, insbesondere mit Blick auf die Verbesserung des Zugangs gemeinnütziger Unternehmen zur Wirtschaftsförderung und der Schaffung von Rechtsklarheit im Vergaberecht für Inklusionsbetriebe durch den bundesweiten Erlass einer Verwaltungsvorschrift? Ja, Frau Rustige, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Oellers. Grundsätzlich haben wir natürlich die im Antrag aufgeführten zur Stärkung der Inklusionsbetriebe sehr. Denn gerade in der Post-Corona-Zeit und mit der Einführung des Mindestlohns im Oktober stehen die Inklusionsbetriebe jetzt gerade vor ganz besonderen Herausforderungen. Und die werden sie vermutlich auch ohne besondere Unterstützung nicht bewältigen können. Und insofern ist der Zugang zu Wirtschaftsförderprogrammen und der Erlass der Verwaltungsvorschrift, der Bundesvorschrift, das sind beide zwei spezifische Maßnahmen, die schon einmal sehr unterstützen können, ohne den Staat zusätzliches Geld zu kosten. Wir fragen uns als BAGIF natürlich auch, warum die Bundesvorschrift zur öffentlichen Auftragsvergabe, die ja 2019 bereits als Referentenentwurf auf dem Tisch lag, bis heute in irgendeiner Schublade schlummert. Denn sie würde eine verbindliche Regelung zur Vergabe über alle Ebenen, Bund, Länder und Kommunen schaffen, die wir derzeit leider nur auf der Ebene von Bundesaufträgen haben. Dankeschön, Frau Rustige. Die zweite Frage übernimmt auch der Kollege Oellers. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an die BBW.
Wie bewerten Sie die in unserem Antrag geforderte Erweiterung des Budgets für Ausbildung auf Leistungsberechtigte in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation? Dankeschön. So, ich bitte die BWG um Antwort. Wer schaltet sich da uns zu? Der Berufsbildungswerke war gefragt. Die Antwort übernehme ich gerne, Herr Oellers. Vielen Dank für die Frage. Ja, das Budget für Ausbildung auf die Werkstätten und auf den Berufsbildungsbereich der Werkstätten zu begrenzen, greift nach unserer Ansicht zu kurz. Und wir begrüßen eine Erweiterung oder wir würden eine Erweiterung auf junge Menschen mit Behinderung, die den Sprung in die betriebliche Ausbildungs- und Arbeitswelt schaffen wollen, sehr, sehr begrüßen. Auch wenn Sie zunächst nur eine Berufsorientierung oder Ausbildung im BBW machen wollen, würde ein Budget für Ausbildung, was dann in den allgemeinen Arbeitsmarkt hineinführt, auch durch die Berufsbildungswerke unterstützt. Und wir könnten mit Hilfe dieses Budgets diesen Sprung sehr fördern. Wir würden aber sogar noch weitergehen. Und die BAG schlägt deshalb vor, das Budget für Bildung auszustatten, also für alle jungen Menschen mit einer Teilhabeeinschränkung, zum Beispiel auch für diejenigen jungen Menschen, die keinen Schulabschluss haben, oder für ältere Menschen mit Weiterbildungsbedarf. Dies würde einigen Zielgruppen den Eintritt oder die Rückkehr in das Arbeitsleben ermöglichen. Also Erweiterung würde von uns sehr begrüßt werden. Danke schön, Herr Kruse. Die CDU hat jetzt noch 2 Minuten. Der dritte Fragesteller ist Hubert Hüppe. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe eine Frage an die Liga Selbstvertretung und die BAGÖS, auch bezugnehmend auf das Budget für Ausbildung. Was müsste mehr getan werden, damit es ein Erfolg wird? Bisher ist es ja eher ein Flop. Und eine konkrete Frage dazu: Macht es Sinn, dass nur derjenige, der Anspruch auf Werkstattleistungen hat, aber zugleich eine Vollausbildung macht, diese Leistungen bekommt? Hubert, sag bitte eben noch mal, welchen Sachverständigen du anrufen möchtest. Einmal die Liga selbst, ja. Und die BAGÖS, Herr Münning. Dann beginnen wir mit Matthias Münning, bitte. Okay, stumm mal. Sie haben eine Minute, bitte. Sie hören mich? Ja, Sie hören mich? Ja, wunderbar. Okay, also Herr Hüppe, meine Damen und Herren, die Sache ist ja so: Was müsste mehr getan werden? Ein Budget für Ausbildung wird nicht von sich aus alleine funktionieren. Das war beim Budget für Arbeit auch so. Sie brauchen immer begleitende Maßnahmen. Sie müssen also immer einen Träger haben, der die entsprechenden Begleitmaßnahmen bei der Unterstützung der konkreten Person auch anbietet. Geld alleine macht es eben nicht aus. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, zumindest finanzielle Anreize zu setzen, damit es ein Interesse gibt, diese begleitenden Maßnahmen auch tatsächlich anzubieten, die also zu entwickeln, an den Markt zu bringen. Und wenn Sie mich dann fragen, ob die Leistung auch für Personen bewilligt werden sollte, die nicht im Berufsbildungsbereich der Werkstatt arbeiten oder sich dort ausbilden lassen, dann kann ich das nur mit einem klaren Ja beantworten. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir müssen das im Grunde für alle Menschen bieten, die einen entsprechenden Unterstützungsbedarf haben. Herr Münning, wir bedanken uns bei Ihnen. So, wir kommen jetzt, weil die Zeit abgelaufen ist, zu der Bündnis 90 Die Grünen. Und da haben wir als erstes Frau Corinna Rüffer. Genau, ich sitze hier drüben und ich würde gerne die Monika Labruyer vom Inklusionsdienstleister Projekt Router ein bisschen befragen, will mich bedanken für die Gelegenheit, hier diese Anhörung zu machen. Und wir haben ja an bestimmten Stellen jetzt auch schon ein bisschen Übereinstimmung erzielt, glaube ich. Also ich hoffe, wir kommen weiter beim inklusiven Arbeitsmarkt. Und ich glaube, die Ampel hat das auch feste vor. Aber dafür können wir etwas Input gebrauchen. Und deswegen die Frage an Frau Labruyer, wie Sie es schaffen, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf tatsächlich in den ersten Arbeitsmarkt hinein zu vermitteln. Frau Labruyer, Sie haben das Wort, bitte. Ich
Vorteil, den wir als Projekt Futter GmbH haben, ist, wir sind 2004 mit einem Modellprojekt gestartet, wo wir gemeinsam mit der Arbeitsagentur und dem Inklusionsamt uns Arbeit angeguckt haben. Also wir sind quasi als Inklusionsbetrieb in die Unternehmen gegangen. Und ich glaube, dass wir viel mehr gucken müssen, welche Potenziale bieten Unternehmen und was brauchen Unternehmen an Unterstützung, damit halt ein inklusiver Arbeitsmarkt entstehen kann. Ich glaube, wenn wir es dann auch schaffen, eine Bündelung von verschiedenen Angeboten zu bekommen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir die Bedarfe von Menschen mit den Beschäftigungsmöglichkeiten von Unternehmen viel besser zusammenbringen können. Ja, danke schön, Frau Labrouillet. Frau Stefanie Effner. Möchten Sie, Frau Wiffer? Genau, ich mache die erste Runde, die 6 Minuten. Und dann zu der Partizipation, die Stefanie Effner. Genau, Sie haben ja gesagt, dass Sie am Anfang mit einem Modellprojekt gestartet sind und da gute Ergebnisse erzielt haben. Wir haben vorhin von Frau Helbig gehört, die gesagt hat, wir müssen sozusagen an der Bereitschaft der Arbeitgeber arbeiten, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn Sie das noch ein bisschen schildern können und wenn Sie uns auch sagen können, was Ihre Ideen dazu sind, Ihr Konzept auszurollen, tatsächlich in die Breite zu tragen, überregional? Noch bei einem Unternehmen, der jetzt sein Unternehmen neu aufbauen und ausbauen will und der es direkt inklusive machen will. Also ich mache die Erfahrung, dass Unternehmen, wenn sie dann ähnlich wie die Menschen eine Unterstützung erfahren und ich sag mal auch ein Angebot wie aus einer Hand bekommen, dass die sehr großes Interesse haben, Inklusion in die Unternehmen hineinzubringen. Und ich sage mal, eines der Ergebnisse, die mir dann auch heute so sagen, dass das geht, ist wirklich, dass wir ein inklusives Unternehmensnetzwerk haben, das wir stoppen gerade in Köln, weil die sagen, wir können auch bundesweit aus unseren Verbünden andere Unternehmen hinzuholen. Also ich glaube, dass ähnlich wie Menschen mit Handicaps, die ja auch erstmal lernen müssen, was ist ein persönliches Budget oder wie kann ich überhaupt meine Dinge halt auch umsetzen, auch Unternehmen wirklich Best Practice brauchen, um sich zu trauen, Inklusion voranzubringen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache das jetzt seit mehr als 17 Jahren und es gibt viele Stolpersteine in den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen das unbedingt möchte und sagt, wir wollen Inklusion, dann muss er sein ganzes Team mit an Bord holen und also ich sag mal, man kann nur gemeinsam Inklusion umsetzen. Und hier hat ein rheinisches Unternehmensnetzwerk die Idee, aus den Erfahrungen, die das Netzwerk gemacht hat, wirklich auch eine Blaupause für andere Unternehmen zu machen. Und ich glaube, dass das sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube auch, dass da ein Stück weit ein Innovationsmotor in Gang gesetzt werden kann, aus Unternehmen heraus. Ich glaube, die brauchen wir ganz dringend, um das umzusetzen. Dankeschön, Frau Labrouillet. Ich schaue zu Frau Rüffer. Wir haben ja noch 1:50 Minuten. Möchten Sie eine weitere Frage stellen? Sehr gerne, das würde ich sehr gerne machen. So, dass Sie sagen würden, es gibt durchaus eine Bereitschaft, auf der Seite der Unternehmen Menschen mit Behinderungen einzustellen. Jetzt lesen wir im Antrag der Union, dass das Instrument, die Arbeitgeberinnenberatung zu stärken, gewünscht ist. Und vielleicht können Sie an der Stelle Ihre Einschätzung dazu abgeben und auch noch mal erläutern, wo der Unterschied zu Ihrem Konzept liegt. Also ich sage mal, eine Beratung kommt von außen und schlägt einem Unternehmen vor, was zu machen ist. Ich glaube, in der Umsetzung brauchen wir dann nachher Dienstleister, ich nenne sie mal Inklusionsdienstleister, die dann gemeinsam mit dem Unternehmen, der Arbeitsagentur und dem Inklusionsamt Landschaftsverband, ich sag mal, die Möglichkeiten der Beschäftigung umsetzen können. Also für Köln heißt das, dass halt die zukünftige Beratungsstelle heute schon mit uns gesprochen hat, dass wir da uns aneinander docken, weil das ist klar, nach einer Beratung muss es zwingend auch eine Dienstleistung geben, die den Unternehmen hilft, durch den Dschungel der Möglichkeiten durchzukommen. Also wenn man sich damit nie beschäftigt hat, ist es gerade für kleinere Unternehmen schwierig zu sagen, ich mache mich auf den Weg und wie soll ich es überhaupt umsetzen? Und das, glaube ich, könnten wir aus Köln heraus gut weiterbringen. Ja, da danke ich Ihnen. Die 19 Sekunden, Kollegin
kommt gleich zu dem großen Block. Wir machen weiter mit dem Block der AfD. Jetzt beginnt für Herrn Pohl seine 6-Minuten-Zeit. Bitte, Herr Pohl. Ich begrüße die Kollegen hier im Saal und an den Monitoren. Es ist immer noch ein ungewohntes Format. Ich habe eine erste Frage an die Liga der Selbstvertretung und in dem Block Ausbildung Schwerbehinderter. Sie sprechen auf Seite 4 Ihres Sachverständigengutachtens davon, dass eben nicht nur beim Budget für Arbeit entbürokratisiert werden muss, sondern auch bei dem Budget für Ausbildung. Welche konkreten Aussagen, welche konkreten bürokratischen Dinge würden Sie ändern? Ja, danke. Jetzt hat Herr Ottmar Miles-Paul das Wort. Bitte schön. Bitte schön. Herr Miles-Paul, haben Sie das Mikrofon entsperrt? Hören Sie uns? Möchten Sie antworten? Kriege ich einen Timeout? Ja, das holen wir mit der Zeit nach, Herr Kollege Pohl. Sind Sie so nett und adressieren gegebenenfalls jetzt doch einen anderen Ansprechpartner? Ja, dann wende ich mich an den DGB. Wir haben in dem Antrag der CDU die Ausgleichsabgabe drin, aber keine Spezifizierung. Wir haben die Liga der Selbstvertretung. Sie spricht von einer Verdopplung. Wo würden Sie die Grenzen als DGB ziehen? Wie hoch sollte diese Ausgleichsabgabe, um diese Fördermaßnahmen finanzieren zu können, ausfallen? Ja, danke, Herr Pohl. Frau Helbig, bitte, Sie haben für den DGB das Wort. Ich glaube, immer mit mir. Na, haben wir da ein kleines technisches Problem, dass die Frage da jetzt auch nicht durchgedrungen ist? Frau Helbig, hören Sie uns? Oder ich bitte auch noch mal Herrn Miles-Paul. Sind Sie auf Leitung? Auch das ist nicht der Fall. Wir haben die Zeit wieder einmal gestoppt. Gucke ich zu Herrn Kollegen Pohl. Möchten Sie jemand Drittes adressieren? Testen wir an die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung. Sie sprechen auf Seite 6 Ihres Gutachtens, dass die Streichung eines Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung anzustreben sei. Und da frage ich, wo Sie da die Vorteile sehen bei der Eingliederung der Schwerbehinderten in den ersten Arbeitsmarkt. Dankeschön, Herr Pohl. Wir haben gerade gehört, dass Herr Miles-Paul wieder drin ist. Wir hatten wohl gerade ein technisches Problem. Herr Miles-Paul, Sie haben Ihre Frage verstanden, die Ihnen Herr Pohl gestellt hat? Ja, dann bitte ich Sie der Antwort. Bitte schön. Ja, ich hatte Sie verstanden und Entschuldigung nochmal, das ist der Nachteil von Websystemen, die mit der Barrierefreiheit hat oder hat. Ich denke, in Sachen Beschäftigung behinderter Menschen, da ist eine ganze Menge noch zu tun. Wir müssen grundsätzlich erklären, welche Interessen überhaupt bestehen, dass behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen. Und ich glaube, da mehr staatliches Handeln nötig, dass Instrumente wie für Arbeit, für Ausbildung überhaupt unterstützt werden. Echt zu verstehen? Vielleicht. Sehr schlecht, ehrlich gesagt. Gehen Sie doch etwas näher ans Mikrofon, beziehungsweise halten das Headset an. Oder Sie schalten das Kamerabild weg. Schalten Sie das einmal aus, Ihr Bild. Ja, ist jetzt besser zu hören? Etwas, ja. Ja, wie gesagt, wir müssten eigentlich mal noch erklären, welche Interessen gibt es überhaupt, behinderte Menschen zu beschäftigen. Und da brauchen wir wieder staatliches Handeln. Also es klang an, die Erhöhung der Ausgleichsabgabe beim Budget für Arbeit, da braucht es viel mehr Impulse. Und zur Frage von Herrn Küppe nochmal von vorher auch noch kurz. Wenn eine Vollausbildung vorgesehen ist für Menschen, die in der Wirtschaft für Menschen sind,
dann ist das eine falsche Verurteilung. Wir müssen vielmehr auf Zeitqualifikationen setzen. Und ich glaube, da muss man nochmal genau hinschauen, gerade beim Budget der Ausbildung. Vielleicht soweit und sorry für die Qualität. Ja, ich danke Ihnen. Ich rufe jetzt Frau Helbig vom DGB nochmal an. Frau Helbig, haben Sie die Frage verstanden, die Ihnen Herr Pohl gestellt hat? Ja, ich habe die Frage verstanden. Entschuldigung, das Fenster war weggeklickt. Ich habe sie gehört, aber ich konnte nicht antworten. Also die Frage war ja, welche Höhe bei der Ausgleichsabgabe wir uns vorstellen. Und wir haben da unsere Staffelung überlegt. Wir würden das jetzt bei den Unternehmen, die weniger als, also die im Rahmen von 3-5% beschäftigen, würden wir die Ausgleichsabgabe von 125 auf 250 Euro anheben. Bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis weniger als 3% von 220 auf 500 Euro. Und bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2% würden wir sie von 320 Euro auf 750 Euro anheben. Wirtschaftlich verwertbare Arbeit. Ja, danke schön, Frau Helbig. So, wir haben jetzt noch 1:50. Sie haben noch eine weitere Frage, Herr Pohl. Darf ich kurz nachfragen? Wie steht der DGB zu einer Regelung, die Betriebe finanziell mit einer Bonuszahlung unterstützt, die 5%-Hürde meistern und dann im Interesse der jugendlichen Schwerbehinderten zum Beispiel Ausbildungsplätze einrichtet, mit einer monatlichen Zahlung von 250 Euro, also eine Unterstützungszahlung für den Betrieb, für diesen Ausbildungsplatz? Frau Helbig, bitte. Ja. Also ich denke, dass die Unternehmen, die bereit sind, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten bislang bekommen. Also es gibt ja von der Bundesagentur für Arbeit Eingliederungszuschüsse, Ausbildungszuschüsse, begleitete betriebliche Ausbildung. Da gibt es eine hohe Unterstützung. Wir haben gehört, es ist nicht immer einfach, die tatsächlich zu bekommen, weil viele Träger ihre Hände im Spiel haben. Ich denke, dass es besonders für kleine Unternehmen manchmal schwierig ist, Menschen mit Behinderungen einzustellen und auszubilden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht eine einmalige Prämie zahlt, um diesen Aufwand auch auszugleichen. Dauerhafte Prämie könnte ich mir da jetzt nicht vorstellen, weil letztendlich leisten die Menschen ja dann auch Arbeit, die auch gut ist und da würde ich jetzt nicht dauerhaften Nachteilsausgleich gewähren. Dankeschön, Frau Helbig. So, dann kommen wir zu dem nächsten 6-Minuten-Block, die FDP mit Herrn Jens Beek, der uns digital zugeschaltet ist. Dass ich 1 Minute verlustig ging, ausgrund der technischen Probleme, haben, glaube ich, alle Anwesenden mitbekommen. Es wäre sehr schön, wenn ich diese Minute noch bekäme, beziehungsweise die Antwort auf meine gestellte Frage an die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung. Da muss ich Sie unterbrechen, Herr Pohl. Wir haben Ihre Zeit unterbrochen. Nicht weitergezählt. Wir haben also wirklich direkt bei dem technischen Durchbruch. Und deswegen, Sie haben im Grunde genommen bis auf die 16 Sekunden Ihre Zeit ausgeschöpft gehabt. Und da bitte ich um Verständnis. Wir kommen zur FDP mit Ihren 6 Minuten. Und der Kollege Jens Beek hat das Wort. Er wird uns digital zugeschaltet. Herr Kollege Beek, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzliche Grüße in die Runde mit ja vielen bekannten Gesichtern. Ich würde meine erste Fragerunde insgesamt gerne an Frau Rustige von der WGEF richten und würde gerne mal beginnen mit Ihrer Stellungnahme und zum Antrag der CDU-CSU-Fraktion und würde Sie zuerst noch mal bitten, klarzustellen, wo Sie eigentlich die Inklusionsunternehmen verorten, mit dem Blick auf Brücke zum ersten Arbeitsmarkt oder erster Arbeitsmarkt. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Ja, danke, Herr Kollege. Frau Rustige, wir bitten um Ihre Antwort. Ja, das wird ja vielfach immer wieder hervorgehoben, dass die Inklusionsunternehmen eine Brückenfunktion haben. Aber ich sage mal so, Mitarbeitende in Inklusionsunternehmen sind bereits über die Brücke in den ersten Arbeitsmarkt gegangen und dort angekommen. Denn Inklusionsunternehmen, und so steht es ja auch im Gesetz, sind als Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes definiert. Und sie funktionieren an dieser Stelle auch genauso wie ihre Mitbewerber im Markt. Sie sind auf gutes und eingearbeitetes Personal angewiesen.
Und die Wahrnehmung einer Brückenfunktion würde entweder dazu führen, dass Inklusionsunternehmen in Qualität und Wettbewerbsfähigkeit verlieren oder alternativ erheblich mehr Nachteilsausgleiche benötigen würden, als sie derzeit bekommen. Also insofern denke ich, dieses Wort Brückenfunktion ist nicht das Richtige und die Evaluation der Inklusionsunternehmen, das ja vom BMAS in Auftrag gegeben wurde, hat ja auch genau dazu eine Empfehlung ausgesprochen und auch gesagt, dass man im Gesetz, also zu den Inklusionsunternehmen, diesen Satz auch eigentlich streichen sollte. Dankeschön, Frau Rossige. Herr Kollege Beek, Sie können eine weitere Frage stellen, bitte. Ja, nächste Frage an die gleiche Sachverständige, bitte. Das Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2019 zu der Frage der Untersteuerproblematik bei den Angeboten der Inklusionsfirmen beschäftigt uns ja nach wie vor, ist auch adressiert in dem CDU-CSU-Antrag. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten, die dort aufgeführt worden sind? Wäre nicht eine formale Umsatzsteuerprivilegierung eigentlich das geeignetere Mittel? Ja, bitte, Frau Rossige. Ja, also die Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist sicherlich auch, oder Brüssel ist sicherlich ein Adressat, um da auch nochmal auf europäischer Ebene Rechtssicherheit herzustellen. Aber natürlich ist der von der FDP-Fraktion in der letzten Legislatur gestellte Antrag, der ja über die Forderung der CDU-CSU-Fraktion hinausgeht, ja, dieser Antrag geht natürlich weit darüber hinaus und dieser Antrag stellt natürlich auch dringend die notwendige Rechtssicherheit für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bei gemeinnützigen Unternehmen her und das auch gerade zeitnah und nicht erst in ein paar Jahren, weil der Prozess in Brüssel wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Und insofern war der Antrag sowohl in der Forderung als auch in der Begründung absolut folgerichtig. Und man könnte ihn lediglich noch darin ergänzen, dass die staatlichen Maßnahmen sich auch aus der Verpflichtung zur Umsetzung des Artikel 27 UN-BRK ableiten lassen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, weil ja auch immer mal wieder das Wort Wettbewerbsverzerrung durch die Privilegierung der Inklusionsunternehmen gesprochen wird. Also Wettbewerbsverzerrung gibt es eigentlich nur zum Nachteil der gemeinnützigen Inklusionsbetriebe. Allein aus der Tatsache, dass sie 40-50% ihrer Belegschaft mit besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen besetzen. Und es gilt im Grunde nur, diese Nachteile auch auszugleichen. Dankeschön, Frau Rossige. Herr Kollege Beek, Sie haben noch 1:35. Nutzen Sie die Zeit. Gerne, herzlichen Dank. Ich mache dann mit einer auch relativ knapp zu beantwortenden Frage, wie ich hoffe, wieder an Frau Rustige. Den Vorschlag, die Begrenzung des Lohnkostenzuschusses beim Budget für Arbeit, aber das begegnet uns ja an vielen Stellen im Sozialgesetzbuch nach § 18 SGB IV aufzuheben. Wie bewerten Sie den? Bitte schön. Alle guten Dinge sind drei, Frau Rustige. Ja, vielen Dank. Also wir haben das ja schon seit langer Zeit in unseren Forderungen auch immer benannt, dass das Budget für Arbeit durch die Begrenzung auch gehindert wird, zu einem Erfolg zu werden. Ich denke, es ist zum einen nicht richtig, also die Förderung ist mit 75%, so wie der Gesetzgeber es vorgesehen hat, ja nur im Niedriglohnbereich erreichbar. Und schließt im Grunde Menschen aus, die in qualifizierteren Arbeitsfeldern tätig sind oder in Branchen, wo der niedrigste Tariflohn schon weit höher liegt. Jetzt mit der Einführung des Mindestlohns von 12 Euro ist es überhaupt gar nicht mehr möglich, sozusagen 75% Lohnkostenförderung zu zahlen. Und es gehört dringend abgeschafft, auch im Sinne der Gleichbehandlung und im Sinne einer Nichtdiskriminierung. Ja, danke schön, Frau Rustige. Jetzt kommt die Fraktion Die Linke dran. Auch hier stehen 6 Minuten zur Verfügung. Als erste Fragesteller ist uns gemeldet Sören Pellmann. Herr Pellmann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine ersten Fragen richten sich an Ottmar Mayls-Paul. Erstens,
Wie bewerten Sie die vergangene und aktuelle Beteiligungspolitik der Bundesregierung bezüglich der Partizipation von Menschen mit Behinderung und deren Selbstvertretungsorganisationen und Verbänden bei Gesetzgebungsverfahren? Aktuell bezog ich mich da insbesondere auf den Beteiligungsprozess zum Triage. Fragen? Ja, danke. Herr Malz-Paul, Sie dürfen antworten. Bin ich jetzt zu verstehen? Sehr gut. Dass es nicht geklappt hat. Ja, vielen Dank für die Frage, weil ich denke, das Thema Arbeit, das heute hier behandelt wird, und das Thema Partizipation haben ganz viel miteinander zu tun. Denn es geht ja letztendlich um die behinderten Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten müssen. Aber Partizipation, haben wir schon angesprochen, ist natürlich auch eine generelle Frage einer modernen, an der Behindertenrechtspolitik, an der Behindertenrechtskonvention orientierten Behindertenpolitik. Also von daher lohnt es sich schon, da nochmal einen genauen Blick drauf zu werfen, auch auf Ihre Vorschläge, die wir im Grunde sehr begrüßen von der Liga Selbstvertretung. Wir erleben leider immer wieder, und das frustriert unheimlich, wenn man sich als behinderte Menschen engagiert, viel ehrenamtlich macht, Aktionsprozesse nicht richtig laufen und man zum Teil sogar das Gefühl hat, die Stimmen sind gar nicht gewollt. Sie haben es angesprochen, ja, welche Ressourcen stehen zur Verfügung und wer bekommt die Behandlung? Die müssen behinderte Menschen überhaupt erst vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, damit das Thema überhaupt behandelt wird. Und dann erlebt man, dass bei Anhörungen gerade im Gesundheitsressort eigentlich behinderte Menschen kaum genutzt. Solche Negativbeispiele, die frustrieren. Es gibt auch Positivbeispiele und ich glaube, darauf müssen wir auch aufbauen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zum Beispiel für die unabhängige Teilhabeberatung recht guter Prozess gemacht der Partizipation. Und ich glaube, man profitiert auch unheimlich, wenn man behinderte Menschen mit einbezieht, denn wir erleben in der Praxis, über was oft theoretisch geredet wird. Aber dafür brauchen wir klare Regeln. Diese Anhörung, was waren es, 5,5 Arbeitstage Zeit, um eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Das ist für uns einfach nicht leistbar. Sie als Abgeordnete kennen davon sicherlich auch ein Lied singen von der Kurzfristigkeit. Aber hier, wir brauchen konkrete Standards und wir sollten hier auch nochmal auf die guten Prozesse der Entstehung der UN-Behinderung blicken und eine Kultur der Partizipation mit klaren Regeln vorantreiben. Vielleicht so weit erstmal. Herr Pellmann, es sind noch knapp 3 Minuten für weitere Fragen möglich. Bitte schön. Gleicher Sachverständiger, Herr Vorsitzender, inwiefern kann da unser Antrag der Fraktion Die Linke das Problem denn lösen und eine volle und wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen und Verbänden garantieren bzw. verbessern? Herr Malz-Paul, tun Sie uns einen Gefallen und schalten Sie ruhig wieder Ihre Kamera aus, dann kommen Sie etwas kräftiger durch. Bitte, Herr Malz-Paul. Das mache ich gerne. Ja, der Antrag bietet, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten, also diese Kriterien zu formulieren und auch gesetzliche Regelungen zur Partizipation verabschieden, ist eine ganz wichtige Sache. Das auch entsprechend zu evaluieren. Wie laufen Prozesse? Was lief gut? Was geht besser? Da können wir auch d'accord damit gehen, eigentlich auch wie mit den anderen Vorschlägen. Ich möchte aber den Blick gerne noch auf etwas anderes richten. Die Ressourcen zur Partizipation. Denn es gibt so einen Spruch, Partizipation ohne Ressourcen ist ein schlechter Scherz. Wir haben den Partizipationsfonds geschaffen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der soll nach dem Koalitionsvertrag jetzt auch nochmal erhöht werden. Das ist wichtig, das ist gut. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Verwaltung, das Antragswesen, das Abrechnungswesen auch so eingebaut, so gestaltet wird, dass Behindertenorganisationen das leisten können. Auch beim Transparenzsystem des Bundestages, was für sich eine gute Sache ist, wenn man sich dort als Behinderten, als Selbstvertretungsorganisation einträgt, das ist gruselig. Es ist so viel bürokratisiert. Und deshalb erleben wir beim Partizipationsfonds, bei allem Guten, was das mit sich bringt, dass also Behindertenverbände oft
ja, sich schon gar nicht mehr trauen, einen Antrag zu stellen, denn man ist immer so mit dem halben Fuß in, man hat wieder irgendwas falsch gemacht und irgendwann, und das erleben wir immer wieder, nach 2, 3 Jahren zum Teil, kommt irgendwie nochmal nachfragen, da kommt dann die Prüfung nochmal und dann plötzlich soll man entsprechendes Geld zurückzahlen. Und das tötet, das bedroht viele Behindertenorganisationen. Deshalb müssen wir da auch nochmal genau hinschauen. Und auch beim Thema Ressourcen, und darauf sollten wir den Blick noch mehr richten, zum Beispiel die Förderung der Selbsthilfe im Gesundheitswesen, da muss auch der Aspekt von sozialpolitischen Veränderungen mit rein. Denn ja, wir können behinderte Menschen unterstützen, wir können sie auch schulen, Empowerment-Schulungen, ganz wichtig, muss damit rein. Aber es braucht auch die Veränderung. Und gerade dieses Streben nach Veränderung, darauf müssen wir besonders auch bei der Partizipation achten, denn am Ende zählt das Rauskommen. Dankeschön, Herr Malzbach. Danke. So, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Block der SPD mit weiteren 6 Minuten. Und da hat Frau Angelika Glöckner, möchte noch ihre Frage entsprechend erweitern. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal auf die Funktion der Schwerbehindertenvertretungen eingehen und würde gerne meine Frage an Frau Helbig noch mal vom DGB richten und Sie fragen, wie könnten Sie sich die Einbindung der Schwerbehindertenvertretungen vorstellen? Wie könnte diese aussehen, um die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und in den Unternehmen nachhaltig zu stärken? Und wie wichtig halten Sie in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretungen, damit Inklusion funktionieren kann und Betriebe insgesamt inklusiver werden? Die Union hatte ja einen recht langen Antrag formuliert, aber das Thema der Schwerbehindertenvertretungen da gar nicht aufgegriffen in dem Zusammenhang. Vielen Dank. Frau Helbig, Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank. Also die Schwerbehindertenvertretungen nehmen eine Schlüsselrolle ein in den Unternehmen, wenn es um Inklusion und Inklusion im Arbeitsmarkt geht. Sie sorgen dafür, dass Arbeitsplätze erhalten werden, aber auch, dass bei Neueinstellungen Menschen mit Behinderung eine Chance bekommen. Und sie funktionieren als Inklusionsmanager, oftmals auch von den Unternehmen beauftragt, die sich darum kümmern, eben, ich hatte es vorhin angesprochen, Menschen nach Langzeiterkrankungen ihren Arbeitsplatz behalten können. Also das ist ja nicht nur für die Betroffenen wichtig, dass sie nicht ihren Arbeitsplatz verlieren nach einer schweren Krankheit. Es ist auch für die Unternehmen wichtig, dass Fachkräfte erhalten bleiben. Und da ist die Schwerbehindertenvertretung ja sehr wichtig. Sie braucht aber stärkere Instrumente, um ihrer wichtigen Aufgabe gerecht zu werden. Also wir haben zwar im Gesetz vorgesehen, dass die Schwerbehindertenvertretung bei allen personellen Maßnahmen von schwerbehinderten Menschen angehört werden muss, aber in der Praxis wird das leider tatsächlich oftmals nicht gelebt. Und hier brauchen wir eine Unwirksamkeit von Maßnahmen, bei denen schwerbehinderte Menschen nicht beteiligt wurden. Wir haben diese Unwirksamkeit bei Kündigungen mit dem Bundesteilhabegesetz im Gesetz eingeführt. Aber das reicht noch nicht aus, wenn jetzt jemand zum Beispiel statt einer Kündigung einen Aufhebungsvertrag bekommt und den unterschreibt, ohne dass die Schwerbehindertenvertretung sich mit ihrer Expertise einbringen konnte, ist der Job auch weg. Und Ähnliches haben wir auch bei dem Instrument der Inklusionsvereinbarung, die laut Gesetz vorgesehen ist. Die Schwerbehindertenvertretung kann mit dem Unternehmen aushandeln, dass das Unternehmen inklusiver wird, dass es mehr Barrierefreiheit geben soll, dass es mehr schwerbehinderte Auszubildende geben soll. Aber die Schwerbehindertenvertretung kann letztendlich, wenn es mit dem Unternehmen keine Einigung gibt, diese Inklusionsvereinbarung nicht wirklich abschließen. Also die bleiben dann auf halber Strecke liegen. Und da brauchen wir auch eine Stärkung durch den Gesetzgeber, insofern, dass halt die Fragen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mitbestimmungspflichtig werden. Mitbestimmungspflichtig heißt, wenn man sich dann nicht einigen kann, Arbeitgeber und Interessenvertretung, gibt es eine Einigungsstelle, die dann neutral entscheidet. Und das wäre sehr hilfreich, diese beiden Instrumente, Inklusionsvereinbarung und Unwirksamkeit von Maßnahmen, tatsächlich noch auszubauen.
Dankeschön, Frau Helbig. Jetzt hat das Wort Herr Papendieck von der SPD-Fraktion. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung Lebenshilfe, an die Frau Welke. Ist die Tätigkeit von Leistungsberechtigten im Berufsbildungsbereich Ihrer Ansicht nach bereits heute anhand des SGB IX, § 219, Absatz 1, Satz 5 möglich? Und wenn ja, in welchem Umfang geschieht dies bereits bei Ihren Mitgliedern? Und zweitens, sehen Sie diesbezüglich weiteren Regelungsbedarf? Und wenn ja, welche wären das? Frau Welke, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Antje Welke von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Ja, wir halten das für möglich. Es steht ja da auf Außenarbeitsplätzen, sowohl im Berufsbildungsbereich als auch bei der Arbeit. Wir haben keine Zahlen valide zur Größenordnung dessen Nutzung, ehrlich gesagt. Es ist so, dass wir wissen, dass es vor allem in Praktikern passiert und vereinzelt auch im gesamten, dass der gesamte Berufsbildungsbereich ausgelagert ist, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Unser Eindruck ist, dass es für WFBM häufig weniger attraktiv ist tatsächlich und dass eher andere Anbieter, die auf den Berufsbildungsbereich spezialisiert sind, diesen Weg wählen und da ein Angebot machen. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, da auch gesetzgeberisch ranzugehen, um das auch nochmal zu stärken, dass dort entsprechende Angebote gemacht werden und dort auch entsprechende Anreize zu setzen. Soweit vielleicht. Ja, danke schön, Frau Welke. Erlauben Sie mir die 30 Sekunden, die nehme ich jetzt in die freie Runde mit, sonst ist es einfach zeitlich zu gering. Wir kommen jetzt zu den nächsten 6 Minuten der CDU-CSU und da hat der Kollege Marc Bjaradz das Wort. Bitte, Marc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gerade auch als Arbeitsmarktpolitiker, aber eben auch als Digitalpolitiker hätte ich eine Frage an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, an den Herrn Kruse. Herr Kruse, wie bewerten Sie in unserem Antrag die erhobene Forderung, ein Förderprogramm zur Stärkung von Kompetenzen und Infrastruktur im Bereich der Digitalisierung in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten aufzusetzen? Herr Kruse, Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich begrüße das außerordentlich und die Berufsbildungswerke bzw. die Bundesarbeitsgemeinschaft stellt schon seit Jahren die Forderung, die durch die Auswirkungen der Pandemie ja nochmal deutlich unterstrichen worden sind, einen Digitalpakt für berufliche Bildung zu initiieren. Es reicht nicht aus, Digitalpakte in Schulen oder in der freien Wirtschaft oder was zu installieren, sondern vielmehr brauchen wir dringend, und das ist durch die normalen für uns vorhandenen Finanzmittel, worüber unsere Maßnahmen finanziert werden, überhaupt nicht abgedeckt. Wir brauchen dringend entsprechende Mittel, um moderne Endgeräte, schnelles Internet etc., also die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Und in der Folge, wenn wir dann diese Infrastruktur geschaffen haben, benötigen wir natürlich in gleichem Maße nicht nur die Mittel, um den Support leisten zu können, sondern auch um die Kompetenzförderung der jungen Menschen mit Behinderungen, eine barrierefreie Kompetenzförderung muss dann letztendlich der infrastrukturellen Ausstattung folgen. Also wir brauchen einen unbürokratischen Digitalpakt, der nicht durch Föderalismus oder durch Bürokratie gebremst wird. Und das Ganze muss schnell gehen, denn wir sind in einer rasanten Entwicklung an dieser Stelle. Dankeschön, Herr Kruse. Als nächster Fragesteller bitte Wilfried Oellertz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände. Mit dem Teilhabestärkungsgesetz in der letzten Legislaturperiode sind einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber gesetzlich neu geregelt worden. Wie beurteilen Sie rückblickend diese Maßnahme und wie wichtig ist aus Ihrer Sicht ein strategisches Vorgehen seitens der Bundesregierung und der Länder, damit die Ansprechstellen zeitnah flächendeckend eingerichtet werden? Dankeschön. Frau Trager, Sie haben das Wort, bitte.
haben, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Das hat ja auch Frau Labrouillet vorhin auch schon sehr schön gezeigt, dass eben viele Interesse daran haben, aber häufig ist eher an der Vermittlung scheitert, aber eben auch an der Beratung und an gewissen Unsicherheiten, die noch bestehen, was gewisse Förderinstrumente und der verschiedenen Reha-Träger auch angeht. Deswegen war es eine langjährige Forderung der BDA, Inklusionslotsen zu schaffen, die eben genau das tun, die beraten und unterstützen und eben auch bei der Antragstellung unterstützen und die Unternehmen dadurch den Förderdschungel lotsen. Insofern begrüßen wir selbstverständlich diesen sehr richtigen Schritt. War eine gute Idee, mit dem Teilhabestärkungsgesetz da die gesetzliche Grundlage zu schaffen. Und jetzt, genau wie Sie sagen, geht es darum, das flächendeckend umzusetzen, in allen Bundesländern einheitliche Ansprechstellen zu schaffen. Unseres Erachtens hat die Bundesregierung die letzte hier den Stein gesetzt mit der gesetzlichen Grundlage. Und jetzt liegt es eben an den Inklusionsämtern und Integrationsämtern, das umzusetzen und das auch zeitnah umzusetzen, wobei vor allem der wichtigere Punkt ist, das auch richtig umzusetzen und eben die zu beauftragen, die auch geeignet sind, diese Aufgaben zu übernehmen. Dankeschön, Frau Trager. Wilfried Oellers, eine Minute. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Warum ist es so wichtig, dass für die Werkstätten für behinderte Menschen zeitnah ein zukunftsfähiges und transparentes Entgeltsystem geschaffen wird? Und welche Vorteile sehen Sie in den Vorschlägen, die wir in unserem Antrag unterbreitet haben? Dankeschön. Herr Fischer, bitteschön. Ja, Herr Oellers, vielen Dank für die Frage. Um das mal auf den Punkt zu bringen, weil das gesamte Entgeltsystem massiv an seine Grenzen stößt. Das sehen wir an vielen Punkten. Es wurde 2019 mit der Grundbetragserhöhung besonders deutlich, natürlich auch während der Corona-Pandemie. Aber das Problem ist ein grundsätzliches, ein systemimmanentes, wenn Sie so wollen. Es ist klar, dass sich die Einkommenssituation von Werkstattbeschäftigten umfassend verbessern muss. Um das zu erreichen, arbeiten wir momentan ja auch sehr intensiv in der Steuerungsgruppe mit dem BMAS zusammen. Es geht insgesamt um die Weiterentwicklung der Werkstattleistung und dabei ist eben die Einkommenssituation der Menschen mit Behinderungen in Werkstätten ein ganz entscheidender Faktor. Und hier fordert die BAG WFBM seit Jahren eine Verbesserung für alle und das ist ganz entscheidend für alle Werkstattbeschäftigten. Und das ist eben nur mit einer grundlegenden Reform des Systems zu erreichen und genau deswegen ist diese Reform auch so wichtig. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Fischer. Dann kommen wir jetzt zu den 6-Minuten-Block von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Stefanie Effner, Frau Kollegin Effner, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Partizipation eingehen und richte meine Frage an den Herrn Gürting von Mensch zuerst. Es ist auch uns als Ampelkoalition sehr wichtig, dass wir eben die Sichtweise der Menschen mit Behinderungen gerade auch in Gesetzgebungsverfahren und so immer berücksichtigen. Und ich würde gern von Ihnen wissen, wie ist es denn aktuell, wenn es zum Beispiel einen Gesetzentwurf gibt? Wie schaffen Sie das überhaupt dazu, Stellung zu nehmen? Wo sind da die Herausforderungen für Sie? Und warum ist es denn so wichtig, dass gerade auch Ihre Sichtweise in solchen Gesetzgebungsprozessen ja, gehört wird? Und vielleicht das mal als erste Frage. Ja. Herr Stefan Gödling, bitteschön. Ja, schönen guten Tag, Stefan Gödling. Ja, warum ist es wichtig? Weil Menschen mit Lernschwierigkeiten sind 135.700 und das ist ganz schön viele Menschen, habe ich mal rausgesucht, die Menschen mit Lernschwierigkeiten sind und die sind leider manchmal noch gar nicht sichtbar und gerade das ist wichtig und dafür müssen so Vereine wie Mensch zu oft mitarbeiten an so Gesetzen, also nicht Gesetzen, aber an mitarbeiten und dafür brauchen wir Zeit, weil das ist sehr oft nur in schwerer Sprache und wenn ich das auch übersetzt haben muss als Mensch mit Lernschwierigkeiten in leichte Sprache und dann soll ich eine Stellungnahme abgeben, das braucht alles Zeit und das ist manchmal für uns sehr knapp.
Wir würden da noch gerne mehr mitmachen, aber die Zeit ist manchmal, die Schnelligkeit ist nicht möglich, so wie ich sage. Ja, danke schön, Herr Gütling. Und als nächste Fragestellerin wird auch Frau Effner eine weitere Frage stellen wollen. Bitte, Frau Effner. Genau. Jetzt haben Sie ja gesagt, Zeit ist an der Stelle ein Problem. Aber Sie haben auch schon auf Übersetzungen in leichte Sprache hingewiesen. Und wir haben ja im Koalitionsvertrag steht drin, dass es ein Kompetenzzentrum für leichte Sprache und Gebärdensprache geben soll. Aber vielleicht können Sie einfach noch mal erklären, was Sie auch als Verband brauchen, damit Sie wirklich gute Arbeit machen können und Ihre Sichtweisen an der Stelle einbringen können. Also wenn Sie haben weiter das Wort, bitte. Wenn die Sachen schon leicht kämen, dann ging es auch schneller für uns zu antworten und dann wäre das nicht so schwer, dann müsste es nicht unsere Übersetzerin oder Unterstützerin auf mein leicht übersetzen, denn das kostet ja schon Zeit und dann sollen ja unsere Gedanken da auch geschrieben werden. Auch das muss ich ja dann der Unterstützerin noch sagen, was uns wichtig ist. Das ist ja wie doppelte Arbeit. Ja, danke schön, Herr Gödling. Frau Effner fragt weiter. Bitte, Frau Effner. Ja, wenn Sie jetzt das in Übersetzung tatsächlich vorliegen haben, und sich Gedanken machen, was wollen Sie denn sagen, zum Beispiel zu einem Gesetz, wie läuft es denn bei Ihnen im Verband ab? Ist das alles ehrenamtlich und bräuchte es da vielleicht auch eine andere Unterstützung, ja, dass zum Beispiel ja, Sie auch die Zeit haben, sich hinzusetzen und die Sachen anzugucken und ja, Ihre Stellungnahmen zu formulieren? Also meine Arbeit und auch die Unterstützungsarbeit ist dann ehrenamtlich. Also da müssen wir sehen, wie wir klarkommen und das ist nicht immer so leicht. Ja, danke, Herr Gödling. Frau Effner, bitte, Sie dürfen weitere Fragen stellen. Ja, im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass wir die Mittel des Partizipationsfonds erhöhen wollen und damit werden eben bundesweite Verbände unterstützt. Können Sie denn mal sagen, wie viele Beschäftigte gibt es denn bei Ihnen jetzt? Sie sind die Vertretung der Menschen mit Lernschwierigkeiten. Brauchen Sie auch mehr finanzielle Mittel, damit tatsächlich jemand die Büroarbeit, die Organisation an dieser Stelle übernehmen kann? Im Moment sind wir zwei Betroffene, eine Unterstützungsperson, weil sich der Verein über lange Sicht auch nicht mehr leisten könnte, weil ja bei jedem Projekt ist es ja so immer Eigenmittel und alles, was noch drumherum kommt, das ist ja nicht wenig Geld. Und Mensch, das ist ein kleiner Verein, die sich aus ihrer Selbsthilfe gegründet haben. Und unsere Mitglieder arbeiten meist in Werkstätten. Und da kann der Verein auch nicht so hohe Mitgliedsbeiträge nehmen. Unsere Mitglieder zahlen 12 Euro im Jahr. Dankeschön, Herr Gödling. Jetzt kommen wir zu der FDP, zu dem Kollegen Jens Beek, der uns auch digital zugeschaltet ist. Herr Beek, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich würde meine zweite Fragerunde gerne primär an Herrn Münning von der BAGÜS richten und würde gerne zunächst mal fragen, wie Ihre Erfahrungen mit dem Instrument des persönlichen Budgets sind und wie Sie sich erklären, dass dieses ja eigentlich einheitliche Instrument doch in der Bewilligungspraxis, je nachdem, wo Sie sich in Deutschland befinden, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, danke. Bitte, Herr Münning. Bitte schön. Jo, alle Knöpfe gedrückt. Ich hoffe, Sie sehen und hören mich. Also das Thema persönliches Budget halte ich im Bereich Arbeitsleben eher für ein Randthema. Wir haben im Arbeitsleben ja das Budget für Arbeit, das Budget für Ausbildung. Ich glaube, dass das die beiden Budgetformen sind, die hier besonders passen. Das Budget für
das persönliche Budget ansonsten ist aus meiner Sicht zwar gesetzlich geregelt, aber es ist nicht hinreichend klar, in welchen Zusammenhängen das nun wirklich 100% anzuwenden ist. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen bei den einzelnen Trägern und deswegen bekommen sie auch sehr unterschiedliche Angaben über die Statistik. Das muss man erstmal vorwegschieben. Also wir haben keinen klaren Sachverhalt, den wir hier beurteilen. Ich kenne das persönliche Budget für Arbeit im Zusammenhang mit sozialer Teilhabe. Also dann, wenn es noch nicht darum geht, tatsächlich eine Berufstätigkeit auszuüben, sondern sich auf eine Berufstätigkeit vorzubereiten, entsprechende Selbstständigkeit zu gewinnen, dann ist das ein sehr passendes Instrument, was auch gut geeignet ist. Ich muss allerdings auf der anderen Seite wieder feststellen, dass viele Menschen das persönliche Budget nicht nehmen, weil sie lieber eine Dienstleistung haben, wo sie sich um bestimmte Dinge dann halt auch nicht kümmern müssen. Die Dienstleistung scheint dann offenbar so passgenau zu sein, dass sie damit zurechtkommen. Ich finde, für den Fall ist auch alles in Ordnung. Also ich erlebe in meiner Behördenpraxis jedenfalls durchaus, sagen wir mal, bürokratische Schwierigkeiten mit dem persönlichen Budget. Aber letzten Endes, wenn ein Mensch das haben will, bekommt er das auch. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Vielleicht der letzte Hinweis. Wenn es jemand macht, dann sind das ja die Träger der Eingliederungshilfe. Das ist ja die staatliche Stelle, die das in der Regel anwendet. Dankeschön, Herr Mönning. Herr Kollege Beek, Sie können gerne weitere Fragen stellen. Herr Beek. Vielen Dank. Nachdem ein leitender Beamter sagt, er kämpft mit Bürokratie in seiner Behörde, ermutigt mich das, die Frage an denselben Sachverständigen zu stellen. Diesmal geht es mir mehr um die Umbrüche im Arbeitsleben, immer schon vor der Corona-Pandemie. Einen ersten Trend in der Arbeitswelt zur Digitalisierung, zur Automatisierung gehabt. Der ist deutlich verstärkt worden. Was hat das nach Ihrer Einschätzung für Auswirkungen auf den inklusiven Arbeitsmarkt? Ist das eher eine Hürde oder ist das nicht sogar eine Möglichkeit, die Inklusion im Arbeitsmarkt zu stärken? Aber haben wir dafür dann in der Erweiterung auch alle notwendigen Instrumente bereitgestellt? Also für mich ist das eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass es gelingt, diese Herausforderung anzunehmen. Ich finde es völlig richtig, dass man darauf hinweist und dass man das thematisiert. Und ich denke, dass das eben in sehr, sehr vielen Facetten vorkommt. Deswegen sehe ich im Augenblick noch nicht so ganz genau, wie man das jetzt als Bundesgesetzgeber besser unterstützen kann. Vom Prinzip her aber glaube ich, dass das an vielen Stellen schon eine Rolle spielt. Und zwar sowohl im Arbeitsleben, wie auch bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung, also beim Wohnen, im Bereich der sozialen Teilhabe. Auch da gibt es hinreichend gute Beispiele, an denen man darstellen kann, wie Digitalisierung eine Chance bietet. Und deswegen bin ich persönlich großer Anhänger, das als Chance zu nutzen. Aber ich würde auch an der Stelle nochmal betonen, man muss es dann auch tatsächlich tun. Also von alleine gelingt das eben auch nicht, sondern Sie müssen dann die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen für den einzelnen Menschen auch bereitstellen. Dankeschön, Herr Mönning. Herr Kollege Beek, haben Sie noch eine weitere Frage? Bitte. Ja, vielen Dank. Sie haben ja gerade schon mal darauf hingewiesen, Herr Mönning, bei der Frage von Herrn Oellers an Herrn Kuhs und dann im Nachgang auch von Herrn Hüppe, dass bei dem Thema Budget für Arbeit, Budget für Ausbildung es immer auch darauf ankommt, dass sie die notwendige Begleitung haben und nicht alleine die Leistung für den Betroffenen und haben gesagt, da würden Träger fehlen. Können Sie uns mal sagen, was Sie glauben, wer die geeigneten Träger wären und welche Unterstützung Sie von zusätzlich brauchen, damit diese beiden Budgets geländegängiger werden? Herr Mönning, bitte. Also, ich denke schon, dass wir in der Struktur der Träger richtig aufgestellt sind. Wir haben eine sehr differenzierte Landschaft. Ich habe Ihnen das in der schriftlichen Stellungnahme in der Einladung ja auch nochmal dargestellt. Aber es kann funktionieren, wenn die Träger gut miteinander zusammenarbeiten. Ich würde jetzt nicht an der Trägerstruktur noch weiter rumfummeln. Schon gar nicht würde ich noch mehr Träger schaffen. Sondern die Träger, die zuständig sind, die müssen sie treiben. Und sie müssen die anhand von Zielen treiben. Das heißt, sie müssen klar machen, was sind die Ziele und diese Ziele so messbar ausgestalten, dass sie auch die Träger dran messen können. Ich glaube, dann kämen wir wirklich weiter. Also ich hatte in der schriftlichen Stellungnahme auf die Smart-Kriterien hingewiesen. Ich glaube, dass man das schaffen kann, dass man also Instrumente schaffen kann, die letzten Endes auch wirklich zur Zielerreichung führen. Und das wäre für mich eine große Aufgabe, dass man an der Stelle noch mal ein bisschen weiterarbeitet. Also fürs Budget für Arbeit kann ich Ihnen das gerne noch mal so sagen. Das ist ja nur bei denen funktioniert, die das unbedingt wollen. Dann geht das auch.
Ja, danke schön für Ihre Beiträge, Herr Mönning. Jetzt kommt die SPD erneut dran mit 6 Minuten und da beginnt der Kollege Takis Mehmet Ali. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte meine Frage an die BAG Selbsthilfe, an Herrn Danner. Die Fraktion Die Linke fokussiert in ihrem Antrag unter anderem die Selbsthilfeförderung in Deutschland. Als BAG Selbsthilfe setzen Sie sich für die Stärkung der Selbsthilfebewegung ein. Meine Frage wäre in diesem Zusammenhang, welche Maßnahmen sind Ihrer Einschätzung nach erforderlich, um die Selbsthilfe inklusive der politischen Teilhabe in Deutschland zu fördern und die Potenziale der Selbstvertretung besser nutzbar zu machen? Vielen Dank. Herr Dr. Danner, Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Danner für die BAG Selbsthilfe. Die politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen setzt voraus, dass wir funktionsfähige Organisationsstrukturen haben, um die Willensbildungsprozesse zu organisieren, aber auch um die einzelnen Menschen mit Behinderungen zu qualifizieren, an den politischen Willensbildungsprozessen auch teilzunehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch ein funktionierendes System von Selbsthilfeorganisationen haben. Und dies wiederum ist die Grundlage dafür, dass die Selbsthilfeförderung natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an politischen Willensbildungsprozessen zu stärken. Leider ist es so, dass im SGB IX die entsprechende Fördervorschrift, nämlich der Paragraph 45 SGB IX, bislang leer läuft, weil die meisten Rehabilitationsträger in ihren Spezialgesetzen überhaupt keine Fördervorschrift kennen. Und deswegen ist auch die gemeinsame Empfehlung zur Selbsthilfeförderung der BAR bislang weitgehend inhaltsleer. Wir haben für die gesetzliche Krankenversicherung durchaus eine Fördervorschrift mit dem Paragraphen 20H SGB V, aber die GKV hat die politische Interessenvertretung als Förderzweck bislang ausgeschlossen. Insofern fehlt es auch hier an einer Fördermöglichkeit und insbesondere auch an einer nachhaltigen Fördermöglichkeit. Es ist heute ja schon angesprochen worden, dass der Partizipationsfonds eine ganz wichtige Rolle spielt, um Ressourcen zu bilden, damit Selbsthilfeorganisationen sich bei der Partizipation engagieren können. Leider, und da muss ich Herrn Malz-Pauls recht geben, ist es so, dass bislang das Antrags- und Bewilligungsverfahren derart kompliziert ist und dass nachgängige Prüfungen auch sehr aufwendig und noch Jahre später die Organisationen über Gebühr belasten, sodass wir hier in der Administration sicherlich Verbesserungen brauchen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Danner. Jetzt hat das Wort der Kollege Herr Papendieck. Bitte schön. Danke. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Lebenshilfe nochmal, an die Frau Welk. Es geht um die Digitalisierung. Hat das Potenzial, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung sich auf dem Arbeitsmarkt bzw. Teilnahme beim Arbeitsmarkt zu verbessern? Welche Potenziale sehen Sie als Dachverband von Trägervereinigungen, die sich zumeist der Leistungserbringung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen widmen, in einer möglichst barrierefreien digitalen Infrastruktur, um die Teilhabe am Arbeitsmarkt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von kognitiv beeinträchtigten Menschen bzw. Personen zu verbessern? Wie tragen barrierefreie digitale Angebote Ihrer Erfahrung nach beispielsweise im Berufsbildungsbereich der WFBM dazu bei, die Teilhabepotenziale hinsichtlich der Tätigkeiten auf dauerhaft ausgelegten Arbeitsplätzen oder auf sozialverpflichtungspflichtigen Arbeitsplätzen zu erhöhen? Danke. Frau Welke, Sie haben das Wort. Okay, vielen Dank. Das war ja eine recht komplexe Fragestellung. Also vorneweg, vielleicht für Menschen mit kognitiven Einschränkungen ist digitale Teilhabe insgesamt total wichtig und förderbedürftig. Also wir haben das auch im Bereich der sozialen Teilhabe, dass wir sehr stark fordern, dass es eine Assistenz bei der digitalen Teilhabe gibt und die auch refinanzierbar wird über die Eingliederungshilfe. Und auch das, was vorhin schon gesagt wurde, dass es natürlich an der erforderlichen finanziellen Ausstattung für Hardware und Software braucht. Wenn jetzt Leute im Bereich der beruflichen Bildung oder bei der Teilhabe am Arbeitsleben schon diese Kompetenzen erwerben könnten, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu begrüßen. Und ich glaube aber auch, es fehlt momentan vor allem an den entsprechenden an der entsprechenden finanziellen Ausstattung für die Anbieter von beruflicher Teilhabe oder auch im Berufsbildungsbereich, das auskömmlich zu tun.
Es wäre natürlich sehr, sehr zu begrüßen für diesen Personenkreis, weil es die Teilhabe in allen Bereichen sehr erhöhen würde. Danke, Frau Welke. Frau Kollegin Glöckner, nutzen Sie die Minute. Ja, deswegen eine kurze Frage an Herrn Danner von der BAG Selbsthilfe. Herr Danner, wo sehen Sie denn aktuell noch die größten kommunikativen Barrieren, welche den Mitgliedern Ihrer Mitgliedsverbände die Teilhabe erschweren? Herr Dr. Danner, bitte. Herr Danner? Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Zum einen ist es so, dass gerade in den Entscheidungsfindungsprozessen im parlamentarischen Verfahren oftmals die Barrierefreiheit nicht in dem Umfang umgesetzt ist, wie das erforderlich wäre. Vorhin haben wir ja schon das Beispiel der Menschen mit Lernschwierigkeiten gehabt, wo Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Oftmals ist aber auch die digitale Barrierefreiheit nicht hinreichend gewährleistet. Und was ich vorhin ja schon erwähnt habe, wir brauchen ein Empowerment, damit auch komplexe Sachverhalte in den Selbsthilfestrukturen behinderter Menschen besser vermittelt werden können, damit die Willensbildung insofern dann auch durchgeführt werden kann. Dankeschön, Herr Dr. Danner. Das ist eine Punktlandung. Wir kommen jetzt zu den 6 Minuten der CDU-CSU. Als erster Fragesteller kommt der Wilfried Oellers zu Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Wie bewerten Sie die Forderung in unserem Antrag, den Zugang von Werkstattbeschäftigten mit psychischen Beeinträchtigungen zu niederschwelligen Beschäftigungsangeboten zu verbessern und in diesem Rahmen die Möglichkeit der Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX attraktiver zu gestalten? Dankeschön, Herr Oellers. Der Herr Konstantin Fischer ist jetzt gefragt. Bitte. Sehr gerne. Ja, danke, Herr Oellers. Ohne dass wir als BAG WFBM jetzt für die anderen Leistungsanbieter in Gänze sprechen können, ist es mit Sicherheit, so wie Sie sagen, der Anteil von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch gerade in Werkstätten nimmt zu. Und insofern ist es grundsätzlich sehr, sehr begrüßenswert, wenn für diese Personengruppe mehr niedrigschwellige und attraktivere Angebote und vielleicht auch Alternativen gemacht werden. Insofern ist es an der Stelle eine sehr kurze Antwort. Es ist durchaus von Seiten der BAG WFBM sehr zu begrüßen. Ich danke Ihnen, Herr Fischer. Als nächstes hat das Wort der Hubert Hüppe. Herr Hüppe, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Münning. Ich habe Ihre Darstellung noch mal durchgelesen und es geht um die Frage, wir haben ja die Forderung stehen, dass man die sogenannte Rehabilitationszusatzausbildung flexibler handhaben soll. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie es grundsätzlich für notwendig, dass jeder Betrieb, der einen Menschen mit Behinderung ausbilden will, einen Ausbilder hat, der 320 Stunden also eine 320 Stunden lange Zusatzausbildung hat in Didaktik, Recht und Medizin, oder kann das in diesem Fall auch hinderlich sein? Herr Münning, Sie haben das Wort, bitte. Also ich würde die Frage so beantworten, wie sie auch gestellt worden ist. Ich halte das in der Tat hin und wieder auch für hinderlich. Und zwar deshalb, weil die Behinderungsbilder, um die es hier geht, viel zu vielfältig sind, um sie mit einer solchen Maßnahme richtig zu beantworten. Wir haben eben sehr, sehr unterschiedliche Situationen und wir haben auch sehr, sehr erfahrene Betriebe. Betriebe, die einfach erfahrener darin sind, Menschen mit sehr unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen so zu qualifizieren, dass sie die Arbeit tun können, die in dem Betrieb zu tun ist. Und deswegen würde ich nicht in allen Fällen auf einer formalen Qualifikation bestehen, sondern lieber das als freiwilliges Angebot ausgestalten, denn es mag ja sein, dass es im Einzelfall dann auch die richtige Maßnahme ist. Okay. Dankeschön, Herr Münning. Als nächster ist der Kollege Oellers dran. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wie stehen Sie zu der Forderung in unserem Antrag an die Bundesregierung zur Stärkung des Budgets für Arbeit und des Budgets für Ausbildung, eine Informations- und Schulungskampagne unter anderem unter Einbeziehung der BDA zu organisieren? Vielen Dank. Frau Trager, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Oellers.
Wir halten das Budget für Ausbildung und das Budget für Arbeit für ein gutes Instrument, eine gute Brücke, die auch gebaut werden kann in den ersten Arbeitsmarkt. Trotzdem muss man sich natürlich die Zielgruppe anschauen und erstmal sehen, dass das erstmal ein relativ geringer oder ein kleiner Personenkreis ist, der davon profitieren kann. Grundsätzlich ist aber richtig und deswegen unterstützen wir natürlich in geeigneter Form da auch sehr gerne drüber. Wir glauben auch also sehr gerne dabei, dass man da mehr informiert und nochmal ein bisschen mehr Werbung macht dafür. Da ist die BDA gerne auch dabei. Dankeschön, Frau Drager. Herr Oeller, Sie können bitte weiterfragen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsunternehmen, Frau Rustige. Frau Rustige, Sie hatten eben schon mal die Erhöhung des Mindestlohns angesprochen und die Herausforderungen für die Inklusionsbetriebe. Welche Erwartungshaltung haben Sie diesbezüglich an Bund und Länder und wie stehen Sie zu der Forderung, in unserem Antrag den Ländern zusätzliche Mittel der Ausgleichsabgabe zur Verfügung zu stellen, um damit die Förderung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen? Frau Rustige, nutzen Sie die verbleibenden anderthalb Minuten. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Oellers, für diese Frage. Das Thema Mindestlohn beschäftigt uns natürlich sehr stark, insbesondere weil Inklusionsunternehmen von der Erhöhung des Mindestlohns viel stärker betroffen sind als ihre Mitbewerber. Das liegt hauptsächlich daran, dass Inklusionsbetriebe immer, und zwar wirklich immer, mehr Personal als andere Unternehmen haben, weil sie das einfach auch brauchen, um die geringere Leistung oder die besonderen Betriebsstrukturen durch den hohen Anteil von Menschen mit Behinderungen zu kompensieren. Beispielsweise liegt in der normalen Hotelbranche der Personalkostenanteil bei rund 30%, in Inklusionshotels bei durchschnittlich 63%. Und insofern ist es natürlich schwierig. Monitoringzahlen von der Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte haben ein durchschnittliches Betriebsergebnis von 1.000 Euro errechnet, derzeit 2019. Und jetzt würde dann das durchschnittliche Ergebnis bei minus 35.000 Euro liegen. Und das lässt nun wahrlich nichts Gutes erahnen. Und insofern denken wir, dass wir tatsächlich Zeit brauchen für die Inklusionsbetriebe. Und da brauchen wir eben auch wirklich ein Strukturentwicklungsprogramm, damit die Betriebe sich anpassen können und eben auch durch den besonderen erhöhten Aufwand das ausgeglichen werden kann. Wir wollen nicht gegen den Mindestlohn stoßen. Dankeschön, Frau Rustige. Und damit haben wir unsere 6-Minuten-Blöcke beendet. Wir kommen jetzt zur 10-minütigen freien Runde. Mir liegen auch bereits 4 Wortmeldungen von Herrn Jürgen Puhl, Mehmet Ali, Corinna Rüffer und Wilfried Oellers vor. Und ich beginne mit dem Kollegen Jürgen Puhl. Bitte schön, Herr Puhl. Ja, ich hätte die Frage an die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen und mit Behinderung. Es ist festzustellen, dass Menschen mit Behinderung häufiger in Teilzeit arbeiten und weniger im erlernten Beruf tätig sind. Da ist die Frage jetzt an die Bundesarbeitsgemeinschaft: Unternimmt die BA bei der Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt genug oder macht sie ihrem Anspruch, rechtfertigt sie ihren Anspruch, in die erlernten Berufe zu vermitteln, oder ist eher die Tendenz festzustellen, dass in die Werkstätten vermittelt werden soll? Dr. Danner, Sie haben das Wort, bitte. Ja, aus unserer Sicht kann man das so generell nicht sagen. Wir würden aber schon unterstreichen wollen, dass besondere Anstrengungen erforderlich sind, gerade Menschen mit Behinderungen dann auch, wo immer es geht, mit flankierenden Maßnahmen so in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, dass dort natürlich auch eine Vollzeittätigkeit möglich ist mit allen Unterstützungen, die flankierend dann dafür erforderlich sind. Danke schön, Herr Dr. Danner. Jetzt hat das Wort der Kollege Mehmet Ali. Herr Kollege, bitte. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte meine Frage an die Bundesvereinigung der Lebenshilfe, an Frau Welke. Frau Welke, die CDU-CSU-Fraktion weist in ihrem Antrag auf die Rolle der Ansprechstellen für Arbeitgeber nach § 185a SGB IX hin, die bei der Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Behinderung unterstützen sollen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass häufig Matching-Probleme vorliegen, also den passenden Menschen mit Behinderung zu finden. Hierzu meine Frage: Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit von Leistungserbringern der Eingliederungshilfe und den einheitlichen Ansprechstellen aktuell ein? Und welche Verbesserungen sind Ihrer Einschätzung nach erforderlich? Frau Welke, Sie haben das Wort, bitte.
Ja, herzlichen Dank auch für diese Frage. Also tatsächlich sind uns diese einheitlichen Ansprechstellen, außer dass wir sie aus dem Gesetz kennen, noch nicht wirklich vertraut. Mir ist auch keinerlei Zusammenarbeit mit Lebenshilfen bereits bekannt oder Fragen bei uns bei der Bundesvereinigung zu diesem Themenkomplex aufgetaucht. Also der Eindruck ist, dass da noch nicht sehr viel Aktivität entfaltet wurde. Und zu den Potenzialen bei der Zusammenarbeit. Ich hatte es in der Stellungnahme schon geschrieben. Ich finde die Rolle der einheitlichen Ansprechstellen im Verhältnis zu den Integrationsämtern mir ist immer noch nicht so ganz klar. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass dort ein neuer Akteur ist, der vielleicht auch Verwirrung ins System bringen könnte. Der Eindruck mag falsch sein, aber ich glaube, wir brauchen vor allem klare Strukturen, die kann aber auch vielleicht vor Ort hergestellt werden. Dass es solche Matching-Probleme gibt und sicherlich Unterstützungsbedarfe da sind, das ist ganz sicher der Fall. Und wir wissen auch, dass WFBM, die auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln, häufig sich auch überfordert fühlen, in dieser Rolle dort dann die passenden Arbeitgeber zu finden und dort dann auch noch die Unterstützung dem Arbeitgeber zu geben bei den entsprechenden Anträgen. Insofern das Aufgabenprofil insgesamt dieser Ansprechstellen finde ich ganz sinnvoll. Ich hoffe, dass sie vor Ort dann auch so ein Angebot anbieten können, dass es dann auch Nutzen trägt. Dankeschön, Frau Welke. Frau Kollegin Röffer, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht noch mal an die Frau Labruyer. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, und ich finde das sehr bedenkenswert, dass Deutschland ja international total bekannt und beliebt ist für das duale Ausbildungssystem. Dass wir aber eine Tendenz haben, gerade Menschen mit Behinderungen außerbetrieblich zu qualifizieren und dass darin auch ein Problem bestehen könnte bei den Übergängen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und ich würde tatsächlich mal fragen, wo denn da die Hürden liegen. Sie haben gesagt, dass die Instrumente eigentlich alle verfügbar sind, dass Sie als Dienstleister versuchen, diese Instrumente aus einer Hand an die Menschen zu bringen und auf der anderen Seite auch die Betriebe dabei zu begleiten, gute inklusive Wege zu gehen. Wir kriegen gleichzeitig mit, dass es manchmal tatsächlich bei der Bundesagentur hakt. Ja, also dass es Regionaldirektionen gibt, die darauf drängen, dass eben nicht mehr personenzentrierte Leistungen, Herr Münnig, auch in Form des persönlichen Budgets erbracht werden, sondern Maßnahmen zunehmend ausgeschrieben werden. Wie wichtig ist also die Kooperation mit der BA, wenn man tatsächlich den inklusiven Weg erfolgreich ausrollen möchte? Also ich möchte wirklich aus der Praxis kommen. Also es ist im Moment so, dass ich habe eben mal so überlegt, also ich wüsste über 20 Qualifizierungsplätze, die heute in Unternehmen zur Verfügung stehen, wo auch Beschäftigung hintersteht. Und ich glaube, dass wir über Maßnahmenstrukturen an das Potenzial, was es in Unternehmen gibt und was sich ja auch viele, insbesondere junge Menschen wünschen, die halt inklusiv ihren Berufsweg, ihren Bildungsweg gegangen sind, dass wir das viel besser aufgreifen könnten, wenn wir es schaffen, Qualifizierung, Erprobung schon frühzeitig mehr in die Unternehmen zu bringen. Ja, ich finde, dass die duale Ausbildung eine der besten Errungenschaften ist, die, mit der wir in Deutschland auch punkten können. Und ich glaube, wenn wir das zum Vorbild nehmen und wieder viel stärker Unternehmen mit in die Pflicht nehmen, also es gibt wunderbare Instrumente wie UB, es gibt die Möglichkeit der Ausbildung. Und wenn wir im Grunde sagen, wir machen das nicht für Unternehmen und geben dann in diesen Bereichen den Unternehmen nur eine praktikantgebende Stelle, sondern wir sagen, von Anfang an sind das eigentlich die Kooperationspartner, die schon im Vorhinein ja sagen können, wo geht es in die Beschäftigung. Was ich erlebe in Köln, also wie gesagt, ich will damit einfach nur Mut machen, viel stärker noch in die Unternehmen reinzugehen und zu gucken, wo sind die inklusiven Beschäftigungsräume. Unternehmen können da sehr verbindlich sein, wenn sie von Anfang an, sage ich mal, in die Qualifizierung mit einbezogen werden als verantwortliche Partner. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich danke für Ihren Beitrag.
Der Kollege Marc Biadasch hat jetzt das Wort. Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich mache noch mal eine schnelle digitale Frage an die BDA, an Frau Trager. Für wie sinnvoll halten Sie generell die Auflegung von Forschungs- und Förderprogrammen zum Einsatz digitaler Angebote, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt zu fördern? Danke. Bitte schön, Frau Trager. Ja, vielen Dank. Wir glauben, die Digitalisierung bietet tatsächlich sehr große Chancen für viele Beschäftigte, aber eben auch für Menschen mit Behinderungen, die noch besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier gibt es auch schon sehr, sehr schöne Beispiele, wo wir schon sehr weit vorangekommen sind, aber da kann natürlich auch noch sehr viel passieren. Und ich glaube, auch diese Chancen sehen die Unternehmen auch. So haben wir zum Beispiel in der repräsentativen Befragung von Personalverantwortlichen in Unternehmen durch das IW, durch das Institut der Deutschen Wirtschaft gesehen, dass fast ein Drittel der Unternehmen diese Chancen eben sieht. Und bei großen Unternehmen sind es sogar noch mehr. Also bei großen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten sagt sogar die Hälfte, dass sie denken, dass die Digitalisierung große Chancen bietet für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Insofern halten wir es für richtig. Wenn wir jetzt fordern, da noch mehr Forschungs- und Förderprogramme zur stärkeren Nutzung auszubauen, halten wir für sinnvoll. Dankeschön, Frau Trager. Herr Kollege Pellmann, Sie haben als Letzter das Wort. Sehr schön, Herr Vorsitzender, mal das Schlusswort zu haben und die letzte Frage. Ich habe noch eine Frage an Ottmar Mayels-Paul und zwar zum Antrag der Unionsfraktion. Welche Bereiche fehlen Ihrer Meinung nach in diesem Antrag, insbesondere wenn man die Themenbereiche Werkstätten, Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe benennt? Herr Mayels-Paul, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Pellmann, für die Frage. Ich denke, in dem Antrag fehlt noch ganz viel. Ich denke, es klang ja an die Verdopplung der Ausgleichsabgabe für diejenigen, die überhaupt keinen behinderten Menschen beschäftigen. Das fehlt mir im Antrag. Was mir im Antrag auch fehlt, ist die Digitalisierung, und zwar nicht nur in die Zukunft und in die Ausbildung gerichtet, sondern an den jetzigen Arbeitsplätzen. Hier wurde im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz leider eine große Lücke hinterlassen. Ich habe heute mit Christiane Müller, Juristin beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, telefoniert und sie sagt, sie bekommen immer mehr Klagen von in dem Fall blinden, sehbehinderten Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die zum Teil gute Jobs haben. Und dann werden ständig neue Softwarelösungen, neue Programme eingeführt, die dann nicht barrierefrei sind. Und ich glaube, hier müssen wir darauf gucken, dass wir bestehende Arbeitsplätze nicht kaputt machen. Und was mir eigentlich nochmal besonders fehlt, ist, warum schauen wir nicht auf die vielen ausgelagerten, betriebsintegrierten Arbeitsplätze aus den Werkstätten? Hier sind behinderte Menschen schon an die 20.000 bei den Arbeitgebern, die kennen sich, das funktioniert. Warum schaffen wir das nicht, die in Budgets für Arbeit umzuwandeln? Danke. Herr Mayels-Paul, ganz herzlichen Dank für Ihren letzten Beitrag hier. Und damit können wir im Grunde genommen unseren Anhörungsblock beenden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, die sich mit ihrer Zeit, mit ihrer Arbeit hier eingebracht haben, uns mit ihrer Fachexpertise bereichert haben für unsere weitere parlamentarische Arbeit. Nochmals danke Ihnen. Auch mit Blick zu den Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und ganz besonders wichtig Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören und auf Wiedersehen.